Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe den Christian an meiner Seite. Servus. Eigentlich ist er ja bekannt aus der Garnelen-Szene. Also eigentlich jeder, der Wirbellose in irgendeiner Form besessen hat oder besitzt oder sich dafür interessiert, müsste dich eigentlich kennen, oder? Also ich sehe das nicht so eng. Es gibt sicherlich auch einige Leute, die das nicht, mich nicht kennen. Die sind dann zu sehr fokussiert auf ihre Garnelen oder vielleicht auch Anfänger. Ich bin schon eine Weile dabei, das ist richtig. Ich habe auch schon viele Sachen gemacht. Aber ich bewege mich auch gerne in der Szene. Also ich bin ja heute hier, es ist die Messe in Dortmund, ein sehr schöner Event, eine schöne Location. Und man kann auch ein bisschen Networking machen, Leute kennenlernen, vor allem, wenn man jetzt schon so lange dabei ist, ich glaube seit 2000 irgendwas oder 1995 sogar, das ist schon eine ganze Weile. Das ist schon ganz schön lange auf jeden Fall. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 33. Da warst du, glaube ich, noch im Kinderwagen unterwegs, ja, aber wo ich meine, meine Krebse gefangen habe und untersucht habe und so weiter. Ja, das stelle ich mir auch richtig spannend vor. Du machst ja auch richtig Reisen und so, du reist ja auch in die Habitate der Tiere und so, ne? Also ich muss mal überlegen, ich war in 95 Ländern bis jetzt und habe 5 Kontinente besucht, habe ungefähr 500 Krebsarten gefangen, also das ist Weltrekord in Sachen Krebse, also ich war schon in vielen Habitaten. Weil ich glaube, das ist auch das, was richtig Spaß macht, wenn man in die Natur geht und die Tiere in ihrem Habitat besucht, weil da kann man sehr viel lernen. Okay. Gibt es denn auch einen Chris-Lukop-Krebs, den du nach dir benannt hast? Eigentlich? Ich würde das nicht machen, das ist ja ethisch, moralisch. Ich habe vor kurzem einen Krebs nach Sarah Wagenknecht benannt, weil ich ja auch in der Politik so unterwegs bin. Okay. Und das aber selbst einen nach mir benennen, ich habe einen Krebs nach meiner Tochter benannt, eine Garnele. Mhm. Also in dem Bereich schon einiges, aber nach mir selber. Ich glaube, das wird die Leute etwas arrogant finden und etwas anmaßend. Deswegen welche Garnele ist nach deiner Tochter benannt? Cardina Maya Marenae. Ah, das ist so eine Sulawesi-Garnele. So eine gestreifte, ne? So ein genau, bisschen, rot-weiß mit grünen Eiern. Ja. Habe ich in Sulawesi entdeckt sozusagen. Ja, super. Ey. Ja. Und was ist so deine Meinung zur Aqua Expo heute so? Du bist ja jetzt schon alter Hase hier. Oder? Also wenn ich nicht da wäre, dann wäre es mir langweilig. Aber ich komme her, weil erstens, ich finde es gut, dass die Messe stattfindet. Mhm. Also ich finde, es ist immer noch eine der Messen in Deutschland, die Bedeutung hat. Mhm. Die anderen Messen war ich jetzt nicht, weil, ja vielleicht, aber Micha macht diese Messe, das ist ein Support für mich auch. Mhm. Ich möchte Micha supporten. Und ich treffe auch viele Leute hier, die ich gern sehe, mit denen ich spreche. Also ich halte sie für eine sehr schöne Location. Also mit einer der schönsten Locations, wenn es um eine Messe geht. Das finde ich auch. Also wir sind hier direkt in Dortmund an der Pferderennbahn. Das ist genau. Die Pferderennbahn, ja? Genau. Und ja, heute laufen keine Pferde, heute schwimmen ein paar Tiere durchs Aquarium. Und man hätte, glaube ich, die Location echt nicht besser wählen können. Ein bisschen warm, würde ich sagen, wenn die Fenster jetzt sind, da jetzt alle. Genießen wir die letzten Wärmestrahlen, weil der Winter kommt bald, der wird lang und dunkel und dann werden die Leute weinen. Deswegen genießen wir die letzten wärmen Tage. Also ich finde es super. Ein schöner Tag für eine Messe, muss ich sagen. Ja, auch wenn ich hier gerade schön am Ölen bin. Man sieht wahrscheinlich. Du hast gearbeitet, deswegen. Ach, ich bin ja nur gestanden, habe dir zugeguckt, wie du das Ganze aufgebaut hast. Ja. Deswegen, du bist ins Schwitzen gekommen, ich habe mich schön rausgehalten, wohlwissend, dass es Arbeit ist. Ich bin ausgelastet. Bist du eigentlich noch bei Garnelen jetzt noch mit dem Team als Supporter da? Oder? Auf jeden Fall. Also das ist meine Heimat mittlerweile. Mhm. Also ich mache das, weil ich die Firma, also Natureholic, Garnelio, ich finde die Philosophie dieser Firma gut. Ich kenne ja den Fahrstand, der klein ist. Also der kam ganz früher mit seinem Papa noch und ich habe Bücher unterschrieben für ihn und so. Ach cool. Und also ich kenne auch seine Geschichte und ich kann die Firma auf jeden Fall supporten. Es ist eine gute Firma, ich bin gerne dort. Also sie lassen mich auch kreativ sein, das ist sehr wichtig für mich. Das finde ich gut, ja. Das ist eigentlich das Allerbeste. Was würdest du sagen, jetzt hast du ja auch schon über die Anlage, über die Garnelenanlage rübergeschaut? Ja, sie steht ein bisschen anders, sie ist ein bisschen anders aufgebaut dieses Mal. Ich muss sagen, die Garnelenszene mittlerweile, ich finde, das ist meine Sicht der Dinge. Sie ist ein bisschen zurückgegangen. Es wird nicht mehr so viel gezüchtet, es wird nicht mehr so viel kreiert in Deutschland wie vor einigen Jahren. Also vor 10 Jahren, da war ja so eine richtige Aufbruchsstimmung, kamen immer wieder neue Sachen. Und neue Sachen halten eine Szene am Leben. Und da muss man wirklich vorsichtig sein oder auch vielleicht auch noch eine Schippe drauflegen. Ich finde, die Szene ist ein bisschen ruhiger geworden. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Es kommen kaum noch neue
diese exciting new breedings, die wir auch aus Deutschland hatten, aus Taiwan. Ja, ja. Es sind Sachen da, die kennen wir, aber so 5, 6 neue Formen, vielleicht auch 10 neue Formen in einem Jahr, habe ich die letzten 2, 3 Jahre nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich mache das jetzt ja schon seit 15 Jahren auch und ich erinnere mich noch an Zeiten, wo dann halt die Black Pandas und so ganz frisch waren. Und ganz 2005, die haben wir in Stuttgart damals vorgestellt, da haben wir ein Wirbellosen-Meeting gemacht. Ja, aber es gab auch Zeiten jetzt so vor, würde ich sagen, wo die Boas gekommen sind, wo dann wieder mal, oh wow. Es gibt Züchter, die haben interessante Ansätze. Ich habe von Nico auch diese Garnele, die auf dem Poster ist, der hat ein paar coole Sachen, so die 3-4-farbigen Caridinas. Aber es kommt, muss ich sagen, kaum noch was in letzter Zeit. Neos, die letzte Neo, die gekommen ist, war die Green Rilly. Und das ist jetzt auch schon fast ein Jahr. Ja, und die UEs, ne, mit den orangenen Augen jetzt auch. Ja, aber die gab es vorher schon. Also wir haben immer mal wieder so einzelne gehabt, hat es öfters gesehen bei Neo Caridinas. Aber so wieder was ganz Neues habe ich schon lange nicht gesehen. Ja, es ist auch ich würde auch sagen, gerade beim Züchten ist es ja ein langjähriger Prozess, ne? Also du machst ja nicht einfach verpasst, weil das ist richtig, ne? Aber es hängt auch von der Masse der Züchter ab. Und ich habe das Gefühl, dass viele aufgehört haben zu züchten. Ich weiß es auch, ich habe mit Leuten auch gesprochen, die sagen, ich habe runtergeschraubt, ich fange jetzt erst wieder an. Und das hat man gemerkt. Vielleicht war Corona auch so ein Rückschritt, weil die Leute sind dann nicht auf Championate gegangen, auf Messen gegangen, ihre Sachen zu präsentieren. Und deswegen finde ich, es hat einen kleinen Rückschritt gegeben. Und ich habe jetzt auch hier auf dem Championat nichts Neues gesehen, weil sie sagt, das kenne ich noch nicht, das ist neu, das ist eine schöne neue Entwicklung. Das war vor 2015, 14, 13, war das anders. Da gab es jedes Mal was Neues. Und das letzte Aufregende waren eigentlich diese Metallic. Stimmt, ja. Wo man sagt, wow, das war ein richtiges Wow. Alex Conjo Shrimp, der ist ja auch da heute. Ja. Da bin ich extra nach Berlin gefahren und habe dann die auch fotografiert. Das war schon ein richtiges Wow. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, also nichts Neues jetzt eigentlich so in der Garnelenwelt, was schade ist. Aber wer weiß, was das die nächsten Jahre so noch bringt. Ich muss sagen, ist ja immer wieder Luft nach oben. Ich denke mal auch einfach, jetzt ist es ja auch alles teurer geworden. Wenn man jetzt aber ich weiß nicht, ob es an dem liegt, ob es an der Teuerungsrate liegt oder ob es andere, vielleicht haben wir auch schon in Sachen Garnelen fast alles gemacht, was möglich ist. Kann auch sein. Weißt du, dass eine Obergrenze, dass irgendwann Schluss ist, dass nichts mehr geht, nichts Neues mehr geht? Also ich hatte Hoffnungen bei diesen 3er-4er Farbkombinationen bei Caridina. Also diese, die jetzt auch auf diesem Werbeplakat aus, die Garnele von Nico, die ich auch fotografiert habe. Ich habe gedacht, die kommen. Ja. Mehr, stärker. Ja. Aber ich habe noch keine gesehen, also jetzt nicht wirklich. Ist dann auch schwer mit der App-Festigkeit wahrscheinlich, ne? Sowas ja, sonst hätte vielleicht Nico sie mir gar nicht gegeben und gesagt, kannst du behalten. Weil vielleicht ach, die schwimmen bei dir. Die waren bei mir eine Weile und er hat gesagt, kannst du sie behalten. Und vielleicht ist es auch deswegen, dass daraus nichts geworden ist. Das ist auch gut möglich. Ja, das weiß man immer so nicht. Also wie gesagt, ich bin auch ein bisschen der Meinung, dass viele, wie du schon sagtest, dass die Züchter an sich weniger werden. Auch. Also das ist mein Gefühl. Ja, habe ich aber auch das Gefühl, würde ich auch so sagen. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei wie du. Aber wenn. Aber 15 Jahre sind auch schon eine ganze Weile. Ja, aber so richtig aktiv am Züchten, vielleicht sagen wir mal 5. Okay. 5, ne? Aber ich würde einfach mal so sagen, heutzutage... Jetzt, ich sehe es ja zum Beispiel auch bei mir, Stromkosten und so weiter und so fort, geht alles hoch. Viele haben aufgehört aufgrund dieser hohen Betriebskosten. Also ich glaube, dass der Peak, der war wirklich, wo dann alle gesehen haben, ich glaube, Geld ist immer ein Faktor, wenn man Geld verdienen kann mit Garnelen. Und damals, wie die Pandas kamen, das war in Stuttgart, da haben sie eine für 500 verkauft. Und das ist immer ein Ansporn für Leute, auch wenn sie sagen, sie machen es nicht wegen Geld. Aber Geld spielt eine Rolle, auch in dieser Szene, Geld verdienen mit den Garnelen. Und vielleicht ist es mittlerweile auch so, dass viele haben aufgehört, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Aus Taiwan, von China kommen Garnelen, die sind mittlerweile so günstig, die sind nur noch im Cent-Bereich, dass die Leute einfach, wenn die Kosten jetzt auch so hoch sind, mit Strom, Wasser, Nebenkosten, dass sie dann einfach auch reduziert haben. Und dann geht natürlich die Masse verloren, es geht die Kreativität verloren und da kommt auch nicht mehr so viel Neues. Das spielt alles mit eine Rolle. Aber es ist irgendwie auch schade, finde ich, dass aufgrund von, sag ich jetzt mal, Geld. Ja, wirtschaftlich muss man aber heutzutage mittlerweile denken, ja, das geht gar nicht stimmt, anders. Das stimmt, bei der Inflationsrate müssen die Leute einfach gucken, ich verstehe das. Aber auch wenn es hart klingt, Geld hat immer in der Garnelenszene eine Rolle gespielt. Ja, das Hobby finanziert sich nicht von selbst. Richtig, es kostet ja auch Geld. Die Leute wollen irgendwo hinfahren, die das Hotel bezahlen und Garnelen, Strom, Wasserwechsel und so weiter. Bei Garnelen musst du viel Wasserwechsel machen, ja. Dann kostet es auch Geld.
schönes Thema gerade, Wasserwechsel. Ja. Was würdest du sagen, wie oft machst du bei deinen Garnieren Wasserwechsel? Das ist so ein Thema, was ja jeder anders hält. Ja gut, Leute haben auch unterschiedliche Wasserwerte. Ne? Ja. Also ich mache bei meinen Fischen, ich habe viele Nano-Aquarien, ich habe mittlerweile Fische und Garnelen, weil ich bei den Garnelen ja schon fast alles hatte. Da kommt dann das Neue, sind für mich die Nanofische. Ich mache jede Woche die Hälfte von dem Aquarienwasserwechsel, jede Woche durchgehend. 50%? 50%, radikal. Auch bei den Fischen wie Sundar Daniel Axel Rodi mit empfindlichen Garnelen, mache jede Woche das halbe Wasser raus, halbe Wasser rein. Vielleicht sogar mehr, wenn es... Und seit ich das so mache, habe ich auch kein Problem mehr mit Algen. Okay. Ich habe kein Problem mehr, dass die Fische Flossenfäule bekommen oder dass die Garnelen sterben. Ich habe keine Probleme mehr. Das Wasser ist relativ sauber, sage ich mal so. Und bakterienfrei, ja, also weniger Bakterien. Bei dir nimmst du Wasser über Osmoseanlage? Oder, Nein, das ist mir alles zu viel Stress. Ich bin mittlerweile echt faul geworden. Und dann soll ich hier noch was machen? Nee, das wird doch geschafft. Sachen aus dem Wasserhahn aufdrehen, reinschütten. Und mittlerweile warte ich auch nicht mehr so langsam. Es wird einfach reingekippt und es ist... Kein Problem. Also auch bei diesen empfindlichen Fischen, so wie Sundar Daniel Axel Rodis, ist meiner Meinung nach ein richtig empfindlicher Fisch, wenn es um die Wasserqualität geht. Und so, das ist für mich auch schon so ein Gradmesser. Mhm. Wenn da das Wasser nur ein bisschen problematisch ist, dann kriegen die sofort flossenfäule Bakterien und kippen. Und deswegen, ich habe mittlerweile keine Probleme, aber ich wohne auch in einem Gebiet, das hat sehr gutes Wasser, weiches Wasser, was für ein Leiter Sandstein. Was ist aus dem Hahn so? Ich glaube mal 70 bis 100. 70 bis 100 inklusive? 130 vielleicht, so in den Dreh. Also das Wasser bei uns, wir wohnen in der Gegend, da ist Sandstein dominiert. Mhm. Und das Wasser ist sehr weich. Und das ist wunderbares Wasser für all meine Nanofische. Nicht für alle Barben oder vielleicht für Daniel, nicht so. Aber auch die sind einfach nur in dem Wasser, fühlen sich wirklich wohl. Also ich sehe es an den Farben, ich sehe es am Verhalten und ich habe kaum... Ausfälle zu beklagen. Wenn ich Ausfälle habe, ist dann, wenn die Aquarien alle offen sind und mal einer raushüpft. Also das sind meine Ausfälle. Ansonsten habe ich kaum Ausfälle. Gut, bei mir, ich habe zum Beispiel aus dem Hahn habe ich einen Leiter von 200, ganz genau. Okay. Aber trotzdem jage ich das nochmal durch die Osmoseanlage. Einfach weil der Teufel da irgendwie im Detail bei. Ja, also ich finde es ja auch gut. Also vor allem, wenn man Caridina hat, Bienengarnelen zum Beispiel, die mögen einen Leitwert so um die 70 bis 170 kann es sogar höher gehen. Beim Tigergarnelen ist es anders. So, was wir gemessen haben, wir waren ja unterwegs auch in China am Tigergarnelen. Ich habe das Video gefunden, gesehen sogar, ja. Da ist der Leitwert ein bisschen höher. Mhm. Aber generell finde ich so einen Leitwert von 40 mit Regenwasser, 70, 40 bis 100 finde ich für Bienengarnelen okay. Okay, ich persönlich hätte jetzt gedacht, das ist ganz schön niedrig, weil die Faustregel ist ja so, irgendwie bei allen sagen 300. Bei Tigergarnelen, ja, das stimmt. Aber auch bei den Caridina normalen, würde ich sagen. Das kann sein, dass sie auch damit Erfolge haben. Nur ich richte mich nach den Messwerten, die ich im Habitat gesehen habe. Und im Habitat, ich habe es sogar fotografiert und gefilmt. Es war ein Leitwert, glaube ich, was war es, 40, 70 so um den Dreh. Also war relativ niedrig, Regenwasser. Wie hoch ist da der Wasserstand gewesen? Oder? Also bis zu einem Meter tief. Okay, okay. Und viele Blätter. Also das hat man gesehen, keine Wasserpflanzen, Moose. Aber keine höheren Wasserpflanzen und viel Laub. Das ist etwas, was ich eh jedem empfehlen würde. Ruminstoffe. Ja, Laub würde ich in jedes Aquarium. Bei mir ist in jedem Aquarium eigentlich Laub, auch bei den Fischen. Irgendwann mal haben die Blätter auch ausgefärbt. Sie geben nicht mehr so viel Ruminstoffe ab ans Wasser, wie wenn du sie frisch reintust, jetzt Katapa Leaves oder eigentlich fast jedes Blatt, das man reintut. Und dann, wenn sie mal ausgefärbt sind, ich nehme einen Eimer, stell sie erstmal auf den Balkon oder auf meine Balkone raus für eine ganze Weile, das Wasser tiefschwarz. Das nehme ich dann, wenn ich Fische eingewöhnen will, zum Beispiel so ein Dardanio von der Gattung, die kommen dann erstmal in ein Wasser, das ist halb richtig braun, schwarz und dann halb Klarwasser von mir und so gewöhne ich die langsam auf Klarwasser um. Deswegen nutze ich das und ich nutze die Blätter für Garnelenfutter und für Fische, wenn sie mal, dass sie nicht so braun sind, alle meine Aquarien, nehme ich die Blätter, die schon etwas gebraucht sind praktisch und die nicht mehr so viel abgeben und tue sie dann Aquarium, dann habe ich es nicht gleich wieder ganz braun, sondern es ist relativ klar. Das heißt, du tust sie nicht halt direkt gleich rein und lässt das dann... Genau, ich tue sie erstmal in Eimer, ja, und nutze aber das Wasser, um Fische umzugewöhnen. Mhm. Wenn die aus Schwarzwasser kommen, ja, dann nehme ich das, mache ich das erstmal das rein, Hälfte, Hälfte und dann
stelle ich es langsam um auf Klarwasser. Ist das, es hat also alles seine Verwendung. Wirkt sich das denn anders auf den pH-Wert aus, wenn du die jetzt vorher in diesen Eimer vorher einlegst? Ja, sicherlich. Also so ein richtiges Schwarzwasser hat 4,55. Da kommen zum Beispiel die Fische von Java, Kalimantan, Sarawak her, also kleinen Bärblinge und so weiter. Das ist gut zum langsam umgewöhnen. Und das hat natürlich, so Schwarzwasser hat auch viel weniger Bakterien. Ja. Oder vielleicht auch andere Bakterien. Aber generell hat es weniger Bakterien. Deswegen nehme ich das erstmal, dass sie sich langsam dran gewöhnen können. Weil manche Fische siehst du auch nicht so oft im Handel. Warum? Weil sie alle Probleme mit denen haben. Es gibt nur wenige, die das richtig machen mit denen. Vor allem Großhändler, die natürlich eine ganze Breite an Fische pflegen müssen und behalten müssen. Deswegen, das Schwarzwasser ist eine ganz wichtige Sache. Vor allem den wilden Fischen, die ich mag. Boraras, Raspora, Sundadanio. Das sind alles so Nanofische, ne? Das sind alles Nanofische. Ja. Ich habe keine Barsche mehr, schon seit Jahren nicht. Händler ja, weil die brauchen etwas härteres Wasser. Aber selbst die in meinem weichen Wasser kommen die super klar, vermehren sich und funktioniert gut. Wie viele Aquarien hast du jetzt privat selber noch zu Hause? Also ich hatte mal nur noch 2 und jetzt habe ich, glaube ich, wieder 20. Ah, man kennt's. Naja, ja, gut, das ist halt, je nachdem wie das Leben spielt, es gibt Momente im Leben, da hat man vielleicht nicht so viel Zeit und vielleicht beschäftigen einen andere Dinge, Kinder und so weiter. Und dann fokussiert man sich auf das, aber ich habe auch Aquarien, wahrscheinlich wie du auch, seit vielen, vielen Jahren. Und seit ich 4 bin oder 3 und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das wird sich nicht mehr ändern. Ich brauche da gar nicht großartig die Moralapostel spielen. Ich habe schon immer irgendwie 25 Aquarien gehabt und irgendwie hat man mal gesagt, man will reduzieren. Und dann... Aber vielleicht ist noch nicht der Moment für dich. Du bist noch relativ jung und ich habe über 30 Jahre lang viele Aquarien gehabt. Deswegen wundert mich gerade, dass du sagst, dass du 20 hast. Ich hätte nämlich auch eher getippt, dass du ruhiger geworden bist und lieber nur noch 2 richtig... Ja, aber ich mache jetzt auch wieder vermehrt Videos für meine Channels. Ich mache trotzdem nicht viele, weil ich bin sehr faul in YouTube. Ich bin eher aktiv in Instagram. Ich habe jetzt auch mittlerweile TikTok. Aber ich meine, wenn man YouTube-Videos machen will, muss man viele Videos machen. Sonst passiert da nicht viel. Und für Instagram reichen so 10-Sekunden-Videos. Und das ist mir irgendwie lieber als so 30-Minuten-Videos. Ja, also wie gesagt, TikTok ist auch so eine Plattform, von der ich mich lange gesträubt habe. Das ist aber auch so, dass diese kurzen Videos in relativ kurzer Zeit relativ viele Aufrufe generieren. Auch wenn die Aquaristik-Szene, sag ich mal, auf TikTok irgendwie... Anders ist. Also die beste Aquaristik-Szene ist natürlich auf YouTube, dann kommt Facebook. Instagram funktioniert auch gut, aber das sind Leute, die gucken sich schnell was an. Aber so vom Interaktiven, dass die Leute da mitmachen, das ist schon YouTube immer noch der Channel, wo man am meisten, wo die Leute am meisten hingehen, um Aquaristik-Videos anzusehen, weil sie was lernen möchten, weil sie sich für was interessieren. Aber wie gesagt, der Content, der möchte auch gemacht werden und wenn man jede Woche ein Video raushauen will. Ich kenne das. Du weißt ja, wie das ist. Zum Schluss noch, was würdest du sagen, ist das Wichtigste bei der Garnelenhaltung für dich? Was ist das Wichtigste? Es ist schwierig über die Jahre. Also ich bin der Meinung, dass die Wasserqualität das absolut Wichtigste ist und wo du deine Garnelen auch herkriegst. Das ist auch wichtig. Qualität ist wichtig. Für mich war schon immer Qualität wichtig. Aber die Wasserqualität, also der Leitwert für die jeweiligen Garnelen, deswegen sage ich, schaut euch das Habitat an. Und deswegen bin ich nach Asien geflogen oft und habe gesehen, wie wohnt ihr eigentlich. Wie möchtet ihr gerne wohnen bei mir? Und das ist das Wichtigste, was ich dazu sage. Also konstante Wasserwerte. Habitatnah und dann konstante Wasserwerte. Also auch im Habitat sind die Wasserwerte nicht immer konstant. Aber wohin bewegen sie sich? Ne? Man muss es einfach mal anschauen. Wie wohnen die? Wie möchten sie leben? Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also ich weiß auch nicht alles. Wir haben uns vor kurzem darüber unterhalten. Ich weiß auch nicht alles über Garnelen und Krebs. Ich lerne auch immer neue Sachen dazu. Ich meine, ich kann sagen, bei Krebsen, ich habe viel gemacht. Bücher publiziert, war viel in Habitaten, hat 500 Arten selber gesammelt und normalerweise, wenn ich eine mal in der Hand hatte, vergesse ich es auch nicht. Aber trotzdem kommen immer wieder Sachen, wo ich denke, okay, dass eine Amano-Garnele 21 Jahre alt wird, das war mir auch neu. Das ist mir jetzt auch neu. Ich habe 11 Jahre, 11,5, 12 war so, was ich wusste, dass sie werden, aber 21 Jahre, das ist ein absolutes... Ist unglaublich für so eine kleine Garnele. Ja, für so ein kleines Tier ist das krass. Ja, also das ist belegt wohl, dass sie bis 21 Jahre alt sind, vielleicht sogar auch älter. Und das ist unglaublich. Alles klar. Mit diesen weisen und schönen Worten,
verabschieden wir uns. Verabschieden wir uns und sagen mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Leute, das war das Interview mit Chris Lukop, der Legende eigentlich bei uns im wirbellosen Bereich, im sei es Krebs oder Garnelen. Ich glaube, jeder kennt ihn und wer ihn nicht kennt, kennt ihn jetzt. Es war super interessant für mich. Ich hätte das Interview gerne wesentlich länger gestaltet, nur wenn wir dann komplett abschweifen und abnörden, sag ich jetzt mal, in verschiedene Bereiche, wäre das vielleicht für den einen oder anderen irgendwann dann auch zu uninteressant. Das war jetzt der zweite Teil von der Aqua Expo. Es wird noch einen dritten Teil geben, und zwar, da werde ich unseren deutschen, ja, diesjährigen Gewinner im Bereich zum Beispiel der Schwarzen Tigergarnele euch vorstellen, und zwar Markus Schulz, auch vielen bekannt, auch eine kleine Legende mittlerweile, und dieses Video folgt die Tage. Ich wünsche euch viel Spaß, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu klicken und zu kommentieren und das Video weiter zu verbreiten, damit dieser Kanal weiter wächst. Ich danke recht herzlich schon mal für den Support für das erste Video. Ich war echt überrascht, wie krass das angekommen ist. Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen und wann ihr auch immer dieses Video schaut. Ciao, ciao, bis dann. Haut rein.